Sup Bros, willkommen bei Minecraft. Mit heute. Ich starte nochmal neu. Ja, wie auch immer, heute mit Jonas. Bei mir läuft's auf jeden Fall. Ja, gut. Der Jonas hier. Ja, der Typ, der die Aufnahme gefailt hat. Genau. Ja, ich hab zu spät gestartet. Ja. So, hallo Leute, heute beim Let's Play Minecraft Together mit dem Marvin. Hallo Marvin. Hallo. Okay, wir spielen Survival Island. Ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt. Ich kann es bis zu dem Augenblick, als Marvin mir es erklärt hat, auch noch nicht. Und ja, das ist einfach nur eine kleine Insel, wo du halt überleben musst. Holz mal den Baum ab und gib mir die Hälfte. Ja. So halb. Ich geb dir ein Viertel. Ich hab den Baum ja schließlich abgeholzt. Ja, ich wollte ihn ja vorher schon abholzen, hab ich gemerkt, dass die Aufnahme noch nicht gestartet ist. Oh Gott. Und ich bin der die Aufnahme gefehlt hat. Aha. Ja, bist du. Okay, yes. Okay, warte, dann gebe ich dir noch zwei. Eins. Und du hast? Ich hab drei und du hast zwei. Ja, okay, von mir aus. Okay, wir müssen aber genau überlegen, für was wir es nehmen. Ich nehme mal die Blume hier, die könnte bestimmt noch wichtig werden hier. Ja, vielleicht. Keine Ahnung, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn wir uns... Warte, ich mach mal einen Crafting Table, den stelle ich in die Mitte. Haben wir den schon mal? Ah, toll. Scheiße! Jetzt habe ich einen unnötig. Ja toll, ich habe gedacht, dass wir dann vielleicht Werkzeug machen. Ja. Um zu überleben eben, aber das bringt ja jetzt nichts, wenn du mir nicht sagst, dass du schon ein Crafting Table gemacht hast. Ja, gut. Hättest du mir sagen können, dass du vorhast eins. Ja, jetzt habe ich so ein Ding. Kann ich hier mal durchgraben nach Samen. Ja toll, ich habe auch. Wir müssen uns besser koordinieren. Ich habe auch eine Sache. Ja, toll. Toll. Okay, komm, wir werden sowas von verrecken. Oh ja. Bei der Zombie-Apokalypse sind wir die Ersten, die verrecken überhaupt, habe ich das Gefühl. In echt jetzt, oder? Ja, in echt. Ja, wohin gehst du jetzt? Ich habe nämlich keinen Plan, was wir jetzt machen sollen, weil du hast ja irgendwie nichts bekommen, oder? Nein, deswegen grabe ich hier hinten weiter. Wenn nicht, dann müssen wir halt mit dem Getreide warten bis nachts und uns... Und irgendwie Skelette killen. Oh Gott, die Sonne geht schon unter. Wo hast du den Crafting? Mit Knochenmehl. Ja, den habe ich im Inventory. Wir machen am besten mal ein Haus aus Sand. Ja, da werden eh nicht so viele kommen. Aber wir graben erstmal die oberste Schicht Sand sowieso ab. Ja, das ist eine gute Idee. Erstmal alles ebnen. Ja, die oberste Schicht erstmal. Das reicht erstmal. Und die Erde nehmen wir auch mit und pflanzen die dann irgendwie in unserem Sandhaus. Oder ja, so. Mal, wir brauchen jetzt eh noch kein Haus. Das ist eine kleine Insel und Nacht. Wir müssen jetzt eh jagen, ein bisschen, dass wir erfolgreich werden. Na gut, aber da müsste ich mir noch ein Holzschwert basteln. Ja, hier, warte, hier kriegst du einen Stick. Da, ich bin Stick habe ich noch. Stick habe ich noch. Okay, dann nehme ich ihn wieder. Ich habe aber kein Holz mehr irgendwie. Ich habe noch. Oh genau. Gott, wir sollten vielleicht hier diese Dinger da nehmen, dass wir die Setzlinge kriegen. Wir brauchen irgendwie dringend Setzlinge. Wenn wir jetzt keinen kriegen, sind wir so gefickt. Komm, bitte, bitte. Hey, keine Kraftausdrücke hier. Okay, wir haben keine Setzlinge mehr. Ja, geil. Ja, sehr geil. Okay, wir buddeln einfach mal weiter. Du kannst ja mal ein paar Skelette und so killen. Wie denn? Gib mir mal Holz oder so. Hier, ich geb dir das Schwert. Hier. Ah, okay. Das geht aber. Wo ist das? Das liegt hier. Da. Okay. Oh Gott, wir werden sowas verstehen. Wir müssen erstmal gucken, wo Skelette überhaupt kommen. Okay, es ist doch kein Let's Play Together, es ist ein Let's Die Together. Ja, oder, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier auf dieser Welt, machen wir das LP weiter. Wir starten auf der Insel und ja. Yes, ein Skelett! Und bauen uns hier praktisch das Imperium und damit auch mit den mehr Leuten, Heiko, Simon, was weiß ich, die ganzen Leute kommen dann auch noch dazu. Ja gut, aber die müssen sich hier selber Essen selber suchen. Ja, ach nee, wir sind dann halt praktisch so... Jonas und ich so zusammen im LP. Und die sind die Gäste. Genau. Die Unprivilegierten. Vielleicht. Und die dürfen nur so lange bleiben, wie sie Essen haben. Ja, nee, dann können sie ja, dann können wir ihnen ja beim Verrecken zugucken, wenn sie kein Essen haben. Das ist ja auch lustig. Ich habe das Gefühl, dass da nichts Neues mehr kommt. Du solltest den Mod, du solltest dir die Schwierigkeitsgrad auf schwer stellen. Später, wenn wir dann irgendwie Hunger verrecken, dass wir den Hunger auch wirklich komplett verrecken und nicht nur so zur Hälfte. Ach so, ja, stimmt. Ach, ein bisschen spannender zu machen. Stimmt. Es
spawnen keine Skelette. Eins ist gespawnt, aber ich habe keinen Knochen davon gekriegt. Boah, hm. Sand abbauen, das ist so dramatisch. Ich habe schon fast 2 Stacks Sand. Alter, ich habe einen halben knapp. Ja, nicht schlecht. Soll ich mal in die Richtung schwimmen und gucken, ob ich was finde? Ja, kannst versuchen. Aber in welche soll ich denn schwimmen? Du findest eh nichts. Wir bleiben einfach hier auf der Insel, Marvin. Da, wenn du da jetzt suchst, dann macht das Survival Island ja gar keinen Sinn mehr. Stimmt auch wieder, aber wir brauchen einen Setzling. Das ist meine größte Sorge gerade, weißt du? Wieso? Das Gras, das kommt ja nach einiger Zeit wieder, oder? Gras? Gras, ja, Gras. Dass wir es abbauen können mit unserer Hake. Ja, aber da kommt dann wahrscheinlich nichts raus, wenn davor auch nichts rausgekommen ist. Oh Gott. Ja, okay. Du könntest ja auch einen Setzling, einen einzigen cheaten. Ja, okay. Einen einzigen. Ein einzigen ist doch okay, oder? Ja, ein einziger. Aber den müssen wir lang genug wachsen lassen, dass wir dann viele Blätter dran haben, dass wir dann mindestens einen Setzling wieder kriegen. Ja, passt schon. Sonst sterbe ich immer fast vor Setzlingen, weil ich zu viele habe und jetzt haben wir gar keinen. Das ist auch blöd. Die richtige Dosis macht's aus. mit Dosen kennt sich Marvin aus. Warum denn mit Dosen? Dosenfutter. Dosis, habe ich gesagt. Ich weiß. Du Lappen. Du Lappen. Du Kacksack. Okay, wir sollten besser nicht so anfangen, sonst sterben wir noch alle. Aber ich glaube jetzt, ich buddel jetzt die Erde unter der Erde auch nochmal auf Samen ab. Kann ich eigentlich unter Wasser die Erde abbuddeln nach Samen irgendwie? Bitte. Nee, das funktioniert nicht. Ah nein, ich glaube, die müssen Gras haben, diese Dinger. Ja, klar. Ah, stimmt. Okay, dann lasse ich mal das Gras, meint das Gras, ja, wächst. Gras. Ja, stimmt, das wächst ja nach. Dann hüpfe ich einfach mal auf alles drauf. Ich habe hier noch ein bisschen Erde, tun wir das da einfach ans Wasser deppen. Ja. Mach. Ich tue hier gerade überall drauf hüpfen, dass dann dieses hier unsere da weggeht. Farm. Ja, aber ich tue die Farmerde mal ein bisschen abhüpfen, dass das normale Erde wird, dass der Gras drauf wächst. Abhüpfen. Interessantes Wort. Huch, der will den Sand hier nicht einsammeln. Guck mal, ob du den sammeln kannst. Okay, hast. Ja, hab ich. Dann noch die unterste Schicht Sand weg und dann habe ich fast 4 Stacks im Moment. Ah, tust du es komplett abheben. Okay. Ah, ein Skelett. Bitte. Was soll das Skelett denn dabei haben? Was erhoffst du dir? Knochen. Und was willst du mit Knochen? Ach so. Ja. Bauch mir. Genau. Yes, einer. Ein Knochen. Immerhin. Du hast Setzlinge, oder? Nee, habe ich nicht. Also ich rede jetzt mal nicht erstmal von Getreide. Kommt mal irgendwie erstmal. Ah, jetzt muss ich auch auf Gras pflanzen, ne? Ja gut, aber ein Setzling bekommst du ja nicht so. Ja, ich weiß, aber ich krieg so erstmal die Samen zum Futtern. Ja gut, aber dann haben wir ja später eh nichts davon, weil wir kein Holz bekommen. Ja, Holz müssen wir uns halt dann diesen einen kleinen Setzling cheaten. Aber ich glaube, ich muss erst warten, bis dieses Gras da drauf wächst. Okay, aber mehr cheaten dürfen wir echt nicht, weil das ist scheiße. Nee, das ist schon scheiße, ich weiß. Wir müssen noch mal Adventure-Map spielen. Können wir auch machen. Ja, Adventure-Maps finde ich cool. Ich helfe jetzt mal beim Abgraben. Ja, das dauert ein bisschen, aber ich packe ja witzige Musik in den Hintergrund, deswegen ja, das macht relativiert sich das wieder. Also so ganz... Ich mache ganz langweilig laut, aber ich mache Audio in den Hintergrund. Könnt ihr die auch jetzt anmachen beim Zocken. Nee, lass bloß. Aber weil wenn lass du, ich lieber. Da musst du nicht sowieso am Anfang jetzt in den Hintergrund Musik machen und außerdem ist es irgendwie blöd. Ja, ich weiß, aber ich will halt Musik beim Zocken, aber dann hört es jeder und dann lass ich es lieber. Ja. Oh, du musst mal dein Mikrofon richtig einstellen. Ich höre nämlich im Hintergrund bei dir, wie du Sachen abbaust. Echt jetzt? Ja, aber nur ganz leicht. Okay, warte. So. Jo, besser. Okay. Okay, ich bin gleich beim 5. Stack. Ich bin jetzt beim 2.
Ich hätte eigentlich auch mit Face. Ja, okay, Minecraft mit Facecam ist vielleicht nicht so. Aber mit Sand hat man auch nicht so viele Möglichkeiten zu bauen, ehrlich gesagt. Ja, übel. Doch, du kannst. Sandstein kannst du aus Sand machen. Dann hast du schon mehr Möglichkeiten. Na gut, aber wir müssen, um Sandstein zu machen, brauchen wir ja Kohle, oder? Nee, das kannst du aus. Ach so, aus. Ja. Doch. Einfach in dieses Viererfeld da einsetzen. Auf jedes Sand. Sand, dann kriegst du Sandstein. Ich mach grad ein bisschen Sandstein, das komprimiert nämlich alles. Dann bauen wir so ein bisschen Haus oder so. Ja, vielleicht erstmal nicht, oder? Ja, keine Ahnung, kann man ja machen. Keine Idee. Ja, gib halt mal den Sand her, dann mach ich das. Ich hab grad Sandstein. Aber bau ein schönes Haus, kein so ein Dreckshaus. Ja. Wenn wir schon so viele. Wie kann ich eigentlich den ganzen Stack werfen? Außer. Du nimmst ihn raus und wirfst ihn. Du klickst ihn einfach neben das Inventory. Ich hab's immer mit Q gemacht. Ja, das dauert eine Ewigkeit. Klickst einfach neben das Inventory, dann wirfst du den ganzen Stack. Du bist der Sandmann. Ja, bin ich. Aber es ist gerade morgen, das heißt, ich muss irgendwie den Sand aus den Kinderfressen wieder rauspopeln. Ja, nee, das müssen die aber selber machen. Ja, hast recht. Ich schmeiß es ihnen immer nur ins Gesicht. Irgendwie schon voll assi Sandmann, der kommt da so, schmeißt den Kindern Sand in die Fresse. Wenn man sich und sagt, das zwingt sie dann ins Bett zu gehen, ja? Übel, das ist eigentlich voll assi. Das ist kein freies Land mehr. Wer hat denn eigentlich erfunden? Kika oder was? Keine Ahnung. Bestimmt irgend so ein Typ, der jetzt steinreich ist. Ja, glaube ich auch. Und dabei war das einfach nur irgendein Assi. Alter, mit YouTube kann man auch übel reich werden. Ja, musst du sagen, gell? Ja, ich doch nicht, aber andere Leute. Du bist steinreich von YouTube. Guck mal deine Aufrufe an, Alter. 600, toll. Insgesamt, meint er. Ja. Insgesamt. Na gut, ich bin auch nicht besser. Ja, doch, auf deinem alten Channel. 32.000, das ist schon ordentlich was. Ja. Ich kapier's nicht, diesen einen da, der mich zur Kontaktliste hinzugefügt hat, der hat irgendwie 800.000 Klicks, obwohl er nur 40 Abonnenten hat, das ist doch voll. Er hat halt einfach ein gutes Video irgendwie so. Ja, und das. Meinetwegen Musikvideo oder so. Und dann bekommt er dadurch halt ziemlich viele Klicks, aber weniger Abonnenten. Ja, das kann gut sein. Das ist auch bei vielen Leuten so, bei denen das Zeug, das die hochladen, einfach nicht ihnen gehört. Ja, das ist mein erstes Video. Ne, mein zweites. Glaube ich. So, ich ebne mal den Boden hier. Hey, ist das. Sekunde, was ist das Clay. Hier? Clay, ach so, genau. Also, Lehm, glaube ich. Ja, sammle ich auch mal auf. Ja, kann ich machen. Damit können wir auch so. Niemals online. Aber die muss man brennen, gell? Was zum Zweifel macht Niemals jetzt plötzlich online? Keine Ahnung. Haben die schon aus? Ich denke schon. Ah, okay. So, ich mache dann einfach nochmal Sandstein. Komprimiert nämlich alles. So sieht die Insel doch schon mal ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ja. So, ich mache einfach mal komplett Sandstein. Okay, ich sortiere mal ein bisschen mein Inventar. Jetzt habe ich noch einen Block Sand, den ich für gar nichts benutzen kann. Den baue ich einfach in dieses Loch da, das ich vorher gesehen habe. Das ist jetzt leider nicht mehr da, weil ich keine Orientierung mehr habe, weil das Ding viel zu flach ist. Es heißt übrigens Ton und nicht Lehm. Ja, dann halt Ton. Früher war es mal Lehm, beziehungsweise ich nenne es immer Lehm. Ja. Das interessiert doch eh kein Schwein. Baust nicht so weit am Wasser, ich finde irgendwo in der Mitte einfach. Bei so einer runden Insel ist es ganz cool. Hier. Ja, das ist gut. Toll. Da steht eine Blume. Ja, ich weiß, die habe ich da gerade hingestellt. Wir können übrigens auch mit dem Bonmilla dann Blumen kriegen, aber wir können ja hier nichts machen, weil wir kein Gras kriegen. Ja. Warum kommt hier kein Gras? Keine Ahnung. Dauert vielleicht ein bisschen länger. Oh Gott. Also ich cheate jetzt mal diesen Setzling. Game Mode 1. Einen Setzling. Du böser Cheater, gib mir mal den Sandstein, den du gemacht hast. Game Mode 0. Den Sandstein, wie viel? Egal, alles. Ich bau. Ja, fang mal an mit einem Stack. Jo. Erstmal. So, wir haben jetzt endlich diesen Setzling.
Das ist das Heiligtum, das hier gepflanzt wird. Guck dir mal an, wie schön das Haus jetzt schon aussieht. Alter, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Hast du noch normalen Sand? Ein Stück.